Ich jetzt gerade auf hier. Ich glaube, sonst machen wir einfach das Okra-Feld mal, oder? Wir machen das Okra-Feld, weil wir müssen Geld verdienen. Kriegen wir nicht ganz so viel, wie wenn wir jetzt einen auf Gartenbau geskillten Charakter dabei hätten, aber hey. Das ist schon okay. Okay, 45 haben wir hier. 9 mal 5. Hab ich mir eine Erinnerung. Nice. Oh, Geld. So. Und summa summarum, wenn wir keine Goldpflanze hatten und Dagobert nichts gedroppt hat, müssten wir jetzt genau 135 Okra verkaufen können. Hallöchen. Jawohl. Und jetzt nehme ich wieder mit. Dankeschön. Also Sternmünzen haben wir damit abgeschlossen. Baue Aquamarine ab. Jetzt kommt's nämlich. Wir müssen zwar eine bestimmte Sache abbauen. Das ist nicht so schön, aber... vielleicht haben wir irgendwo noch Aquamarine, die wir abbauen können. Schauen wir mal. Gibt es denn einen Disney-Film? Bezogen auf die Charaktere, die wir hier im Valley haben, den ihr noch nicht gesehen habt. Oder habt ihr alle gesehen? Komischer Schuh, ne? Guten Tag, du stehst ein bisschen im Weg, Wally, aber schon okay. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Nacht. Schlaf gut. So, das haben wir. Baue Aquamarine ab. Ja. Gut, machen wir mal, ne? Ich hab's ja hier unten. Bisschen Ausdauer haben wir noch, aber nicht mehr so wahnsinnig viel. Hier und wo waren die noch? Im Wald. Ja, Dagobert schmeißt mir jetzt die Sachen hin. Na toll. Hier rennt. Nein, warte auf mich. Da haben wir einen Aquamarin. Leider zählt es nicht doppelt, wenn Dagobert es einen droppt. Naja, das wird schon. Aber ich hasse halt die Bergbau-Charaktere. Das ist halt immer hart nervig, wenn man drauf warten muss, bis die da... die irgendwas hinterher schmeißen und dann ist es nur so ein blöder Stein. Aber ich will es halt auch nicht einfach liegen lassen. Das sieht ugly aus. Das Spiel, lässt du mich vielleicht noch den letzten da hinten abbauen?
Dann habe ich nämlich den Strand einmal komplett fertig. Das wäre sehr cool. Ich habe nichts, was ich essen kann. Na toll. Aufladen wir raus. Da müssen wir ihn gleich mitnehmen. Ich mache jetzt erstmal hier oben. Ja, es könnte leider 2-3 Minuten dauern, diese Aquamarine zu sammeln. Mein Vorteil bei Aquamarinen ist halt... Oh, da ist schon wieder einer gewesen. Zwei. Der Vorteil bei Aquamarinen ist, dass sie halt, wie gesagt, auch hier oben abgebaut werden können. Und wir durch Eisen bekommen, Freunde. Ach ja, diese Löcher. So. Sehr schön. Hier gibt es sehr viele Saphire. Und ein Aquamarin wieder. Geil. Plus Onyx. Und da ist noch ein Loch. Ich glaub's nicht. Ich hab's im Augenwinkel wieder gesehen. Die sind einfach überall, diese Löcher, ne? Steinvorkommen. Dann müsste Dagobert jetzt auch bald abgeschlossen sein, ne? Die 15 Minuten müssen eigentlich gleich rum sein. Jo. Ein Schlag war es noch. Ja, 12 und 15. Okay. Mal eben hoch, um vielleicht wieder Ausdauer zu generieren. Holen wir uns gleich die gute Fee wieder ran. Und ich glaube, ich werde dann gleich auch mal bei Merlins Quest weitermachen. Einfach damit wir so ein bisschen Abwechslung wieder reinbekommen. Willst du mich verarschen? Ihren Freunde ist abgeschlossen. Diese Dreamlight-Pflichten ab. Remy ist nach wie vor am Schlafen, ne? Das ist doch nicht wahr. Alle Leute, die ich gebrauchen kann, sind gerade am Schlafen. Geil. Äpfel-Ding haben wir. Jetzt nehmen wir einmal alle mit. So eine Erinnerung. Monster AG, ein Puzzleteil fehlt noch. Sehr geil.
Gut, ja, Event hier, sammle Äpfel, das ist erledigt. Hänge mit Vajana ab. Okay, halbe Stunde, das können wir dann aber machen. Wenn schon alle am Schlafen sind, dann haben wir da zumindest was, was wir nutzen können. Immerhin, kommt genau zur richtigen Zeit. Ist trotzdem frustrierend, weil ich die gute Vieh gerne weiter skillen würde. Hier sieht es langsam richtig toll aus. So, Vajana, komm mal mit. Ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Ja. Könnte immer besser sein, aber ich will mich ja nicht beschweren. So. Holz. Da liegt auch Holz. Ich muss es mitnehmen. Sehe mich jetzt bewusst nicht nach mehr Holz um. Oh, da liegt Holz. Ich muss es mitnehmen. Ich kann nicht anders. Die Wunden sitzen zu tief. So, dann gucken wir mal, was Merlin macht. Der ist ja, glaube ich, am Essen gerade. Merlin. Also, was können wir machen? Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Oh, Kind, mal. Die gute Fee hat mich über alles informiert, was du in der Traumwelt erlebt hast. Ich hoffe, dass es für dich nicht zu schrecklich verwirrend war, die Erinnerung eines anderen zu erleben. Ich wollte darüber reden, wie ich aus den Erinnerungen des Vergessens gelernt habe. Ja, natürlich. Sag mir, was vermutest du? Das Vergessen kann gerettet werden. Das Vergessen ist nur ein verwirrtes Kind. Ich weiß, dass wir das alles in Ordnung bringen können. Ich muss nur die richtigen Worte finden. Ich fürchte, es gibt keine Worte, die das Vergessen aufhalten können. Zumindest nicht die Worte, die ich gefunden habe, denn ich habe es wirklich versucht. Ich habe gesehen, wie du in einer der Erinnerungen versucht hast, mit dem Vergessen zu reden. Du hast dem Vergessen einen guten Rat gegeben. Schade, dass es noch nicht bereit war, ihn zu hören. Wirklich? Welche Erinnerung war das? Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, dass es einige Dinge gibt, die niemals vergessen werden dürfen. Egal, was wir hinter uns lassen. Dinge wie Freundschaft, Liebe und Fürsorge. Ja, natürlich. Das war ziemlich klug von mir, nicht wahr? Kleiner Spaß. Du musst irgendwo im Tal in den Himmel schauen, um zu sehen, was passiert, wenn wir das vergessen. Du hast die Risse am Himmel bemerkt, nicht wahr? Das Gefüge der Realität löst sich um uns herum auf. Ein Riss in der Matrix ist entstanden und wir werden alle hineingesogen, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Um das Vergessen zu finden und die Sache zu beenden, brauchen wir etwas, das mit dem Vergessen verbunden ist. Etwas, das zurückgelassen wurde. Was zum Beispiel? Das Vergessen hat nichts hinterlassen, was mir aufgefallen wäre. Oh, aber da liegst du falsch. Folge mir, ich habe in Mickys Haus etwas entdeckt, das uns sicher helfen wird. Es ist leichter zu verstehen, wenn du es gesehen hast. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vor. Nun gut, dann ihn nach, alter Mann. Na komm, weißt du was? Mickys Haus finde ich auch alleine. Oha, das ist ja voll das Wettrennen hier. Der alte Mann ist ganz schön schnell. Oh, der schummelt. Ah, ich bin trotzdem Erster. Achso, ich soll draußen mit ihm reden. Das ist immer unfair. Oh, Mickys Haus geht auch kaputt. Wo ist der jetzt? Ach, er kommt wieder. Okay. Aber krass, war das vorher auch schon so? Da bist du ja! Schau dort auf Mickys Dach! Es sind nicht nur die Risse am Himmel. Die dunkle Magie trieft durch das Gewebe der Realität. Zum Glück ist das Phänomen ziemlich begrenzt. Nur bestimmte Orte scheinen betroffen zu sein. Wahrscheinlich nur Zufall.
Ist das ein Zufall? Das ist Dreamlight Valley, Kidmar. Nichts hier ist reiner Zufall. Ich vermute, dass jeder Ort etwas Wichtiges für das Vergessen bereithält. Etwas, das zurückgelassen wurde. Es scheint, dass sie immer noch von der Magie des Vergessens durchdrungen sind. Du musst in Mickys Haus nach so etwas suchen. Es könnte etwas ganz Alltägliches sein. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Wie zu tun. Okay, etwas ganz Alltägliches, das Buch hier. Märchenbuch des Vergessens. Klar, ich klaue ihm einfach mal ein Buch, ist kein Problem. So, Merlin ist wahrscheinlich wieder essen. Boah, wie gut sieht das aus, wie Erik da hinten gerade lief. Das wäre der über den Boden geschwebt. Ach, da ist er ja. Guten Tag. Oh, hallo. Also mal sehen, ein Märchenbuch. Oh je, es ist regelrecht durchtränkt von dunkler Magie. Es muss einmal dem Vergessen gehört haben. Ansonsten gibt es keine andere Erklärung. Wir haben etwas, das von dem Vergessen gehörte. Was kommt als nächstes? Ich fürchte, für diese Verzauberung brauchen wir mindestens 3 weitere Reliquien des Vergessens, genau wie diese. Wo kann ich sie finden? Aha. Du musst nach weiteren Orten Ausschau halten, an denen dunkle Magie in unsere Welt eindringt. Sie könnten überall im Dorf sein. Aber ich... Einige der Reliquien könnten ganz besonders sein, andere eher alltäglich. Aber alle haben dunkle Magie, die von ihnen ausgeht, genau wie diese hier. Verstanden. Finde die Reliquien und rette das Dorf. Oh. Na, das ist nicht alles. Wir müssen auch die Geschichte jeder Reliquie erfahren. Hey. Geschichten haben eine ganz eigene Magie, Kidmar. Entdecke die Geschichten und du kannst dir die Magie zunutze machen. Du musst herausfinden, warum dieses Ding für das Vergessen so wichtig waren. Diese Dinge, Plural. Bin ich mehr so gut drin. Meine Brille ist immer die beste. Du hast das erste in Mickys Haus gefunden. Vielleicht kennt Mickey die Geschichte dahinter. Ich werde mich im Dorf umschauen und mit Mickey reden. Danke, Merlin. Und jetzt fort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Okay. Ja gut, dann fangen wir erstmal bei Mickey an. Mickey schläft zwar nie, aber sicher ist sicher. Dieses Valley ist der fantastische. Ah, guck mal, Mickeys Haut hat jetzt auch keine Risse mehr, ne? Hallo, Mickey. Hey, du! Himmel, Kidmar, und das Dorf steht es nicht zum Besten! Diese Risse im Himmel sind ziemlich beängstigend. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Vielleicht kannst du das. Kommt dir das bekannt vor? Märchenbuch? Darauf kannst du wetten! Das ist schon seit einer Ewigkeit in meinem Haus! Wir glauben, dass es einst dem Vergessen gehörte. Kennst du die Geschichte dahinter? Das ist interessant! Jetzt, nachdem du es mir zeigst, erinnere ich mich an alles! Als du noch ein kleines Kind warst, haben wir es zusammen gelesen! Zuerst habe ich es dir vorgelesen, eines Tages dann warst du plötzlich alt genug, um mir vorzulesen! Und manchmal haben wir uns auch eine eigene Geschichte zu den Bildern ausgedacht. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern. Es ist ein ganz besonderes Buch. Viele Geschichten über mutige Heldentaten und böse Schurken. Gerade rechtzeitig für das glücklich bis an ihr Lebensende geht noch alles gut aus. Ich wünschte, die Dinge wären so einfach. Wenn das Leben immer einfach wäre, bräuchten wir wohl keine Märchen, oder? Hey, wenn ich so darüber nachdenke, hast du genau das zu mir gesagt, als wir das letzte Mal dieses Buch zusammen gelesen haben, kurz vor dem Vergessen. Aber, meine Güte, das war's nicht wirklich du, oder? Es war das Vergessen. Es hat das Buch bei mir gelassen. Es schien ziemlich sauer zu sein. Allerdings glaube ich, dass es tief im Innern wirklich traurig über etwas war. Ich hoffe, du kannst dem Vergessen helfen. Mickey, das Märchenbuch, die Magie, die von ihm ausgeht, ist stärker denn je. Du hast eine Menge getan, um zu helfen. Jetzt werde ich meinen Teil dazu beitragen, das Vergessen zu retten.
Okay. Ich muss mal kurz was trinken. Die Stimme geht immer so auf den Hals. So. Suche im Dorf die Reliquien des Vergessens, entdecke die Geschichte dahinter. So, Mini hat offensichtlich nichts. Ich hatte schon mal irgendwo an den Häusern entsprechende Dinge gesehen. Also diese Risse in der Matrix. Verstehe ich gar nicht. Was? Wir schauen einfach mal, wo wir was finden. Vielleicht am Strand. Das Haus sieht auch gut aus. Hier scheint alles gut zu sein. Bei Vajana und Maui scheint alles gut zu sein. Ich könnte nochmal bei Mutter Gothel gucken. Die vergesse ich da immer gerne. Da ist ein Loch. Ich habe ein Loch gesehen. Löcher gehören gestopft, Freunde. Das wisst ihr. Ich sage es euch trotzdem immer wieder. Einfach, damit ihr es niemals vergesst. Noch ein bisschen Holz mitnehmen. Zack, zack, zack. Take it, take it, take it. Das war nochmal das Hartholz. Sieht auch alles gut aus. Nun gut, dann gehen wir mal hier hoch. Bei Scar ist etwas. Dann schauen wir mal, was Scar so schönes hat. Ein sehr schlecht gemaltes Bild. Wobei, naja, gut, ich konnte damals auch nicht besser malen. So, ey Scar, was ist mit dem Bild hier? Da bist du ja. Ah, Kidma, genau an dich habe ich gedacht. Meiner Einschätzung nach machst du deine Arbeit als Herrscher über dieses Tal ziemlich schlecht. Für mich sieht es so aus, als würde der Himmel einstürzen. Bist du sicher, dass du nicht glücklicher wärst, wenn jemand Gerisseneres das Sagen hätte? Netter Versuch, Scar. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aber wenn du nicht hierher gekommen bist, um mich zu bitten, über das Tal zu herrschen, was willst du dann? Ich habe etwas in deiner Höhle gefunden. Du standst daneben. Ich glaube, es gehörte früher dem Vergessen. Es könnte der Schlüssel sein, um die Pläne des Vergessens zu stoppen. Kennst du die Geschichte dahinter? Nein, ich habe es noch nie gesehen. Warum habe ich das Gefühl, dass du lügst? Ich habe absolut keine Ahnung. Außerdem, warum sollte ich mich an so ein hässliches, liebloses Bild von mir erinnern wollen? Aha, du gibst also zu, dass es eine Zeichnung von dir ist. Bitte, Scar. Das könnte also die einzige Möglichkeit sein, das Vergessen aufzuhalten, das Tal zu retten. Na gut. Wenn ich das muss, um sicherzustellen, dass ich noch ein Königreich habe, über das ich herrschen kann, dann werde ich es dir sagen. Und ich nehme an, du bist das, was ich am ehesten mit jemandem, naja, mit jemandem, den ich toleriere, vergleichen kann. Das hast du für mich gemacht, Kidma, als du noch ein kleiner Junge warst. Es trifft kaum mein Ebenbild, aber ich gebe zu, ich fand es ziemlich nett, ein Geschenk zu bekommen. Sogar ein so erbärmliches. Seitdem habe ich es immer behalten. Danke, Scar. Deine Geschichte könnte mir helfen, das Vergessen aufzuhalten. Hab ein bisschen Mitleid mit dem Vergessen. Stell dir vor, was es denken muss, wenn es sieht, wie du über alles herrscht, was das Licht berührt, während es in den Schatten verbannt worden ist. Ich weiß nur zu gut, wie sich das anfühlt. Du darfst jetzt gehen. Ach, Scar. Der ist auch schon ein bisschen wehleidig, ihr Mann, ne?
So, alles klar. Zwei brauchen wir noch. Bei Goofy sieht alles gut aus. Bei Mirabel. Dieser Ort hier ist Beweis dafür, dass jeder auf seine Art etwas Besonderes ist. Scheint auch alles gut zu sein. Und bei Simba und Nala sieht ebenfalls alles gut aus. Dann schauen wir nochmal bei der guten Fee vorbei. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass da etwas sein wird. Nein. Nein, 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 hier ist nichts. Okay. Gut. Hauptplatz nochmal eben gucken. Wusstest du, dass Bücher das Fenster zur Welt sind? Ja, das wusste ich. Hab ich tatsächlich wirklich schon mal gehört. So, Remis vielleicht irgendwas? Großes Haus, da ist doch vielleicht ein Riss irgendwo drin, aber da ist architektonisch alles spitze. Die gibt's nicht mehr, ne? War wo die? Was? Auch nicht. Merli. Wahrscheinlich die Frozen-Charaktere, oder? Auch nicht. Okay, ich... Halt. Loch. Ich glaube, ich muss mal in die Gebäude reingehen. Wo könnte es sonst sein? Ich meine, wir müssen eh noch die Aliens suchen. Insofern... Gucken wir einfach mal ein bisschen... Hier haben wir nichts. Wir könnten nochmal dahin in der Höhle schauen. Ob da. Ah, guck mal, da ist auch ein Riss. Alles klar, die sind also doch gekennzeichnet. Wollte aber nochmal wegen den Aliens hier gucken. Da war keine hier zu sein. Das können wir hin und her schieben. Aber wo ist... Ah, da ist was. Reliquien, die Decke. Mit Olaf müssen wir reden. Halt, bleib stehen, kleiner Schneemann.